Guten Tag, meine Damen und Herren, und ganz herzlich willkommen zu dieser Ausgabe mit unserem Trendfolger Michael Proffe. Und heute wollen wir auf der einen Seite auf zwei Aktien blicken, die er uns vor einem Jahr schon mal vorgestellt hat, und so ein bisschen auf den Zahn fühlen, wie die sich entwickelt haben. Und Herr Proffe wird uns auch wieder eine Aktie nennen, auf die man nicht setzen sollte. Also ganz genau zuhören, nicht, dass das irgendjemand dann durcheinander bringt. Herr Proffe, starten wir mit DaVita, einem Medizintechnikkonzern. Hatten wir uns vor einem Jahr gemeinsam angesehen. Was ist passiert in den letzten 12 Monaten? Ja, guten Tag, Herr Groß. Ja, für die Aktionäre war das letzte Jahr mit der DaVita-Aktie wieder ein sehr erfolgreiches Jahr. Die Aktie ist um 40% gestiegen und das sehr ruhig und entspannt. Also die hat sich über die letzten 12 Monate entwickelt. Das war also ein weiteres sehr erfolgreiches Jahr für die DaVita-Aktie und deren Aktionäre. Wie gesagt, vor 12 Monaten vorgestellt, jetzt 40%. Das lässt sich sehen, da freut sich so ein Anlegerherz. Und derjenige, der jetzt sagt, oh, da habe ich jetzt irgendwo den Einstieg verpasst, habe mich nicht so richtig getraut, kann der noch einsteigen? Was passiert denn jetzt so in den nächsten 12 Monaten vielleicht? Ja, genau, ist natürlich eine ganz große Frage. Und dann schauen wir uns am besten mal die Entwicklung über die letzten 10, 12 Jahre an. Da können wir sehen, auch als ich im letzten Jahr diese Aktie hier vorgestellt habe, da war der Trend schon um 1000% gestiegen. Jetzt liegen wir bei ungefähr 1100%. Und auch heute sage ich, natürlich kann man jetzt in diesen Trend einsteigen, weil das ist ein Megatrend, der langfristig intakt ist. Was macht DaVita? DaVita ist ein Medizintechnikunternehmen, das im Bereich Dialyse und Nierenerkrankungen tätig ist. Und die Nierenerkrankungen sind mittlerweile neben dem Herz- und Kreislauferkrankungen sowie Krebs und Diabetes zu ganz großen Gesundheitsproblemen Markt geworden. Das heißt, durch den Wohlstand, den wir uns erarbeitet haben, ist diese Krankheit auch immer mehr ausgebrochen und wird uns die nächsten Jahre weiterhin begleiten. Das bedeutet, dieses Unternehmen DaVita, so traurig wie sich das anhört, wird davon unglaublich in den nächsten Jahren profitieren, weil wir wollen natürlich gesund älter werden und auch mit dieser Krankheit umgehen können. Das Potenzial dieses Unternehmens ist daher eigentlich erst an den Anfängen, weil die großen Probleme in dem Bereich dieser Gesundheitsprobleme werden erst auf uns zukommen. DaVita ist in den USA ganz groß vertreten, hat über 1500 Dialysezentren und Notfallzentren, die sie stetig ausbauen werden. Also da haben wir jetzt ein bisschen Hintergrundinformationen nochmal bekommen, wie oder warum DaVita zu einem Megatrend geworden ist. Wir haben ja die letzten 12 Jahre gesehen. Ein anderer Konzern, auch aus dem Bereich Medizin, den Sie uns vor etwa einem Jahr vorgestellt haben, ist Intuitive Surgical. Wie haben die sich entwickelt? Ähnlich gut wie DaVita? Ja, die haben sich ähnlich gut entwickelt, haben in den letzten 12 Monaten 33% zugelegt, obwohl diese Entwicklung sich in den letzten 12 Monaten etwas anders vollzogen hat. Der Aktienkurs ist bereits in den ersten 3 Monaten des letzten Jahres stark gestiegen um 33%. Dann hat die Aktie ein bisschen konsolidiert und musste ein bisschen was abgeben und hat zum Jahresende wieder kräftig angezogen und steht jetzt auf dem Niveau, wo sie im Frühjahr letzten Jahres war. Also die Aktionäre haben in den letzten 12 Monaten satte 33% mit diesem Wert gemacht. Die Zahlen, die das Unternehmen vor kurzem bekannt gegeben haben, geben auch den Ausblick, dass diese Tendenz, die wir in den letzten 12 Monaten gesehen haben, weitergehen kann. Das heißt, die Aktionäre, die eingestiegen sind und da auch dabei geblieben sind und jetzt nicht so ein bisschen kalte Füße bekommen haben, weil sich der Kurs dann irgendwann auch ein bisschen wieder entspannt hatte. Wie geht's denn hier weiter? Hält der Trend an? Ja, der Trend wird auf jeden Fall anhalten und er wird uns vielleicht möglicherweise Jahrzehnte begleiten. Schauen wir mal zurück über die letzten 10 Jahre bei dieser Aktie. Da kann man sagen, da kann ein Anleger gerne sagen, Mann, die hat 6.600% in den letzten 10 Jahren gemacht. Letztes Jahr waren es dann umgerechnet 6.200%. Wie kann man an so eine Aktie einsteigen, die so viel Prozente bereits gewachsen ist? Da steigt man doch nicht mehr ein. Ich sage, die Geschichte beginnt doch hier eigentlich bei diesem Unternehmen erstmal. Man muss wissen, die sind in der Medizintechnik ein Spezialunternehmen. Das stellt also Robotersysteme her für die minimalinvasive Chirurgie. Das bedeutet, Sie müssen sich das so vorstellen, der Operateur greift selber nicht mehr beim Patienten ein, sondern er sitzt in so einer Konsole, das ist so eine 3D-Konsole. Da sieht er das Operationsfeld wesentlich vergrößert, greift dort in die Operation ein, indem ein Roboterarm die Operation macht. Das heißt, der Mensch ist selber gar nicht mehr am Körper des Patienten tätig, sondern das macht ein Roboterarm, den er mit einer Software in 3D-Simulation steuert. Da können Eingriffe gemacht werden, die der Mensch nicht mehr machen kann. Das ist erst am Anfang. Diese Systeme sind sehr teuer. Die werden bereits in vielen Krankenhäusern angewandt, wird auch beim Militär angewandt. Und dieses Unternehmen Intuitive Surgical hat ein eigenes Programm entwickelt. Das nennt sich Da Vinci Code oder mehr gesagt Da Vinci System. Ist extrem erfolgreich. Das ist die Zukunft.
Die Robotersysteme werden in der Zukunft viel mehr können, als wir Menschen können. Deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass dieser Trend, den wir in den letzten Jahren gesehen haben, die nächsten 10 Jahre weitergehen wird. Und man kann jederzeit in diesen Trend einsteigen, weil dieser Trend wird sich so schnell nicht umkehren. Also der Operateur vertauscht das Skalpell mit dem Joystick und das ist der Trend der Zukunft. Jetzt haben Sie uns, Herr Proffe, noch eine Aktie mitgebracht, hatte ich ja eingangs auch gesagt, wo Sie sagen, Vorsicht, Finger weg, da lässt sich kein Geld verdienen. Welche ist das und warum sollte man die Finger davon lassen? Ja, da habe ich mal ein Unternehmen mitgebracht aus dem DAX, das ist die Deutsche Börse AG. Und da kann man ganz deutlich erkennen, auch schon am Chartbild, so sieht ein Trend nicht aus, in dem man Geld verdienen kann. Die Deutsche Börse AG ist natürlich im Zuge der Finanzkrise damals stark mit runtergegangen. Das sehen wir dort auch am Aktienkurs und wir sehen das auch hier auf so einem roten Kreis eingekreist. Aber seitdem hat sich die Aktie auch nicht wieder erholt. Ist eigentlich auch ganz simpel, denn die Deutsche Börse AG profitiert natürlich von den Umsätzen an den Börsen mit ihrem Geschäftsmodell. Dadurch, dass die Anleger seit Jahren den Börsen fernbleiben, immer weniger Umsätze an den Börsen gemacht werden, kann dieses Unternehmen natürlich keine Umsätze generieren und dementsprechend auch keine Gewinne ausweisen. Die einzigen Gewinne, die das Unternehmen eigentlich ausweisen kann, ist durch die Umstrukturierung und die Sparmaßnahmen, die sie einleiten. Das hält aber nicht auf Dauer. Das heißt, mit diesem Unternehmen kann man keine steigenden Kurse sehen, weil es fehlt dem Unternehmen einfach die Gewinne, dass da auch die Umsätze fehlen, weil an den Börsen zu wenig Aktionäre tätig sind. Ich sehe hier auf langer Sicht nicht, dass sich hier was ändern wird, denn die Deutschen haben keine Affinität zur Börse und weltweit allgemein ist eine gewisse Zurückhaltung zu spüren und dann wird so ein Unternehmen wie die Deutsche Börse AG nicht auf die Beine kommen. Also hier wird man auf längere Sicht erstmal keine Gewinne mitmachen können. Bei Intuitive Surgical und Davita ist der Trend in Ordnung, zeigt nach oben. Bei der Deutschen Börse ist er auch in Ordnung, zeigt allerdings nach unten, da kann man kein Geld verdienen. Michael Proffe, Dankeschön für das Interview für heute. Ja, schönen Dank, Herr Groß. Und meine Damen und Herren, wir sind am Ende dieser Sendung. Sie können die natürlich noch einmal anschauen im Internet unter drf.fm. Ansonsten sehen wir uns, wenn Sie mögen, in einer Woche an dieser Stelle wieder.